Also wir haben ja die Kamera vor circa einem Jahr auf der virtuellen NAB im 2020 vorgestellt. Und die Kamera hat sich zwischenzeitlich auch sehr gut am Markt etabliert, wird auch ganz normal regulär geliefert. Und es gibt auch innerhalb Europas einige Kunden, die die Kamera schon in größeren Stückzahlen einsetzen. Die Kamera unterstützt ja eine ganz neue Funktionalität, in einigen Bereichen auch immer noch einzigartig, wie zum Beispiel den dreifachen UHD-Support, also UHD, volle Auflösung, nativ vom Sensor in Dreifachgeschwindigkeit. Und das Ganze mit B4-Mount-Objektiven, 3/2-Zoll-Sensoren, Prismenteile, also diese klassische Broadcast-Kamera-Technologie. Als nächstes ein kleines Update, was wir sonst noch seit dem letzten Video-Report gemacht haben. Wir haben ja durch den neuen Prismenteiler mit dem erweiterten BT2020 Color Gamut Support jetzt eine andere Qualität der Farbwiedergabe von der Kamera. Das heißt, wir decken den BT2020 Farbraum noch viel, viel besser ab mit dieser Kamera gegenüber den vorherigen. Jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, was ist aber mit einer Rückwärtskompatibilität? Was ist im Mischbetrieb zwischen bestehenden Kameras und der neuen? Und da haben wir zwischenzeitlich alle wichtigen Farbmatrixen, die wir in der bestehenden LX 80-Serie haben, auch für die neue LX 100 neu gerechnet, sodass die Kameras vollkommen ohne Einschränkungen nebeneinander betrieben werden können. Natürlich hat die LX 100 weiterhin durch den besseren White Color Camera Support eine bessere Abdeckung des vollen Farbraums, aber man kann eben auch rückwärtskompatibel die Kamera im Mischbetrieb betreiben. In demselben Zusammenhang haben wir ja in der Kamera, in der LX 100, jetzt einen internen Down-Converter, Down-Mapper eingebaut, um aus dem UHD-HDR-Signal, was das typischerweise das hochwertige Produktionsformat ist, jedes HD- oder 1080p SDR-Signal auch in 709-Farbraum herunterzuwandeln. Und dieser neue Down-Mapper offeriert eine unheimliche Flexibilität, auch um den Look und Stil des SDR-Signals zu wählen. Es ist also kein fester Downmapper, sondern es gibt verschiedene Parameter, wo man verschiedene Looks und auch Mapping-Varianten wie Scene-Referred oder Display-Referred-Conversion anwählen kann. So, das heißt, wir können damit direkt an der Kamera ein SDR-Signal erzeugen, was so aussieht wie das down-konvertierte Signal am Ausgang der Produktion. Das wäre für immer dann, wenn man die Signale direkt in der Produktion verwenden möchte. Aber wir können auch einen ganz anderen Look der Kamera erzielen wie am Ausgang. Eine weitere Besonderheit der LX 100 von Anfang an war ja der Native IP-Support oder der native IP-Support. Das heißt, die Kamera selbst kann direkt an IP-Netzwerke angeschlossen werden, ohne zusätzliche Hardware von uns, außer einem kleinen Netzgerät. Und es gibt keine Kamerabasisstation mehr. Das ist etwas, was uns im letzten Jahr, gerade durch die Covid-Pandemie ja bedingt, der Trend hin zu Remote-Produktion auch sehr geholfen hat. Die LX 100 unterstützt eben ideal diese Remote-Produktion durch Native IP. Eine Forderung dort war, eine höhere Bandbreiteneffizienz zu haben, wie man es bei unkomprimierten Signalen hat. Dadurch haben wir ja JPEG-XS in die Kamera eingeführt. Dort können wir die Bandbreite in verschiedenen Stufen einstellen und den Bandbreitenbedarf geht auf circa 5 bis 10% runter gegenüber unkomprimiert. Das heißt, wir haben eine deutliche höhere Effizienz und bis hin zu ungefähr 10:1 Kompression bleibt das Ganze auch noch quasi unsichtbar für den Kunden. Bei Remote-Produktion, wo man mit geringerer Bandbreite arbeiten möchte und dadurch JPEG-XS einsetzt, stellt sich natürlich die Frage bei Native IP, was mache ich mit dem JPEG-XS-Signal auf der Empfangsseite? Es gibt ja keine Basisstation mehr an dieser Stelle, was aus diesem JPEG-XS wieder ein Baseband-Signal machen könnte. Und da gibt es mittlerweile aus unserem Haus Lösungen, die in den nächsten Wochen auch verfügbar sein werden am Markt, wo man aus einem JPEG-XS-Strom im IP-System wiederum ein Baseband-Signal zurückgewinnen kann. Das ist basiert auf Modularkarten, die eben mit einer speziellen Option aus JPEG-XS wieder unkomprimierte Signale sowohl in IP als auch in Baseband wandeln können. Die LX 100 hat ja von Beginn an neben PQ- und HLG-Betrieb auch den S-Log3-Betrieb unterstützt. Und in der Zwischenzeit haben wir diesen S-Log3-Betrieb, der vorher mit unseren anderen LX-Kameras nicht möglich war, auch in die anderen Kameras eingeführt. So, das heißt, alle unsere aktuellen LX-Kameras, wenn sie denn mit einer HDR-Lizenz bestückt sind, unterstützen nativ PQ, nativ HLG oder auch nativ S-Log.
Ich habe jetzt das Wort Lizenz verwendet oder Option. Und genau das ist das nächste Thema, was ich ansprechen möchte. Das ist das System der Upgrade-Fähigkeit der Kameras oder Freischalten von Funktionen bei den Kameras. Bei der LX100 haben wir das System nochmal erweitert und wir nennen das jetzt Optionsmodell. Mit dem Optionsmodell hat man jetzt die Möglichkeit, wirklich einzelne Funktionen freizuschalten. Und das Besondere bei dem Optionsmodell ist es, dass der Kunde nicht mehr eine spezielle Lizenz vorher kaufen muss, sondern er kauft eine Anzahl von Optionspunkten, also quasi ein Guthaben auf einem Konto. Und mit diesem Guthaben kann er jede Option, die verfügbar ist, auch freischalten. Das Ganze wird gemanagt einmal über ein Webportal, wo man diese Option sich generiert und wird dann in die Kamera eingespielt, entweder per USB-Stick oder eben auch mit einem sogenannten NFC-Device, ein Near-Field-Communication-Gerät. Wir haben vor einiger Zeit die Funktionalität oder eine App für Android-Smartphones vorgestellt und mittlerweile gibt es auch eine App für Apple-Devices. Das heißt, man kann mit jedem gebräuchlichen Smartphone, das NFC unterstützt, jetzt auch Lizenzen abfragen oder in die Kamera anspielen.